Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, im Oktober letzten Jahres haben wir zum ersten Mal über die Möglichkeit diskutiert, das Vorgehen des Hamburger Senats zu adaptieren. Die Hamburger wollen bekanntlich ab dem 1. August diesen Jahres ihren Beamtinnen und Beamten den Wechsel ohne Nachteil in die gesetzliche Krankenversicherung ermöglichen. Hierzu soll eine pauschale Beihilfe in Höhe von 50% des Beitrags für die Beamtinnen und Beamten eingeführt werden, die in die gesetzliche Krankenversicherung wechseln möchten. Bislang besteht die Wechselmöglichkeit für Beamte nur formal. Diejenigen, die sich für eine gesetzliche Krankenkasse entscheiden, müssen bei dieser den vollen 100%igen Beitrag zahlen. Sie erhalten keine Beihilfe wie die anderen Beamtinnen und Beamten und keine Arbeitgeberanteil wie die angestellten Beschäftigten. Über die Zielstellung des Hamburger Senats, diese Ungleichbehandlung für ihre Beamtinnen und Beamten bei der Krankenversicherung aufzuheben, übrigens als erstes deutsches Bundesland, habe ich im Oktober berichtet. Ich stieß hierbei Ihnen im Plenum auf ein gewisses Interesse. Deshalb will ich nun etwas sagen zu der Entwicklung seither. Am 15. Februar diesen Jahres fand zu diesem Thema in Hamburg eine Anhörung statt. Ich habe an dieser Anhörung teilgenommen als Gast, habe mir die Argumente angehört, die vorgetragen wurden. Die Experten kamen von der Bertelsmann Stiftung, den privaten Krankenversicherern, der Barmer, von Verdi und dem DGB Nord. Ich muss mal fragen, Herr Waldmüller, Herr Glawe, Herr Lisko. Das scheint eine Fraktion, also zumindest ein Zirkel der Fraktion. Okay. So, einen Moment, jetzt unterbreche ich hier mal. Also ich werde jetzt hier nicht bewerten. Ich habe hier eigentlich durchweg in allen Fraktionen zeitweise eine starke Unaufmerksamkeit gespürt. Im Zuge, dass wir jetzt hier irgendwann die Debatte auch ordnungsgemäß beenden, habe ich in allen Fraktionen über einiges hinweggesehen. Es ist natürlich in Ordnung, wenn Herr Koplin andeutet, dass er sich gestört fühlt, aber Ordnungsmaßnahmen obliegen hier immer noch mir und ich bitte wirklich darauf zu achten, nicht auf andere mit Fingern zu zeigen, wenn man selber nicht wirklich hundertprozentig davon überzeugt sein kann, dass man immer korrekt handelt. Jetzt können Sie fortfahren, Herr Koplin. Danke, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Also ich hatte gerade aufgezählt, wer alles da mit am Tisch saß, angehört wurde. Verdi, da unterbrach ich, DGB Nord, der Beamtenbund und von Lehrstühlen für Rechtswissenschaften an der Universität Regensburg, Augsburg und Bremen. Bei den Experten überwog die Zustimmung zum Vorgehen des Hamburger Senats. Lediglich zwei der Neuen sprachen sich gegen eine pauschale Beihilfe aus. Das waren der Geschäftsführer des Verbandes der privaten Krankenversicherer und der Vertreter des Beamtenbundes. Professor Lindner von der Universität Augsburg bewertete die Einführung einer pauschalen Beihilfe neutral, während alle übrigen sechs sie positiv einschätzen und ihre Einführung empfahlen. Lassen Sie mich kurz die wichtigsten Argumente der Expertinnen und Experten ausführen. Dr. Edgeton von der Bertelsmann Stiftung betonte, dass durch die geplante Regelung erstmals in Deutschland eine wirkliche Wahlfreiheit der Krankenversicherung für Beamtinnen und Beamten hergestellt würde. Frau Genster von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi führte aus, dass die neue Regelung vor allem für junge Menschen mit Kindern attraktiv sei, da sie ihre Familien kostenfrei in der gesetzlichen Krankenversicherung mitversichern können. Und dass Beamtinnen und Beamten, die chronisch krank oder schwerbehindert seien und in der privaten Krankenversicherung Risikozuschläge zahlen müssen, erstmals eine faire Alternative geboten bekämen. Professor Kingren von der Universität Regensburg vertiefte diese Argumentation und betonte, dass mit der geplanten Wahlmöglichkeit erstmals die nach seinen Worten verfassungswidrige Benachteiligung von behinderten Beamtinnen und Beamten beseitigt würde. Professor Rothgang auf dem Ticket der Fraktion Die Linke im Hamburger Senat, Professor Rothgang kommt von der Universität Bremen, führte aus, dass die Zuordnung zu Versicherungsgruppen wie bei der privaten Krankenversicherung ständisches Denken sei. Hier echte Wahlfreiheit zu ermöglichen, wäre ein Fortschritt. Herr Schwede vom DGB Bezirk Nord begrüßte ausdrücklich den Gesetzentwurf über die Einführung einer pauschalen Krankenversicherung und betonte, dass es sich nicht um die Einführung einer Bürgerversicherung handeln würde, wie manchmal kolportiert würde und was auch kein Landesparlament könne, sondern um die Ausgestaltung der Beihilfe
und damit eine Weiterentwicklung und Konkretisierung der Fürsorgepflicht des Dienstherrn, wozu diese nach Artikel 33 Absatz 5 des Grundgesetzes verpflichtet sei. Und der Vorstandsvorsitzende der Barmer, Professor Straub, erklärte, dass seine Organisation die Pläne des Senats ausdrücklich unterstütze, denn so würde erstmals Fairness und Gleichbehandlung für die Versicherten in der gesetzlichen Krankenversicherung geschaffen. Die Anhörung zeigt aber auch die bislang offenen Fragen bei der Eröffnung einer echten Wahl zwischen privater und gesetzlicher Krankenversicherung für Beamte. Hierzu gehört der Wechsel in andere Bundesländer. Auch wenn das nicht die Regel ist, nachdem der Grundsatz der Gleichbehandlung sollten Beamte, die sich in Hamburg ab dem August für eine pauschale Beihilfe entschieden haben, in anderen Bundesländern nicht schlechter gestellt werden, zumindest diejenigen, die von Amts wegen den Dienstherrn wechseln müssen. Dieses Problem muss aus unserer Sicht in Staatsvertragslösungen mitgeklärt werden. Offen ist in Hamburg auch, ob die pauschale Beihilfe steuerpflichtig gestaltet werden soll oder nicht, wie die Beihilfe zur privaten Krankenversicherung. Das wäre eine Ungleichbehandlung, aber selbst wenn es dazu kommen würde, wäre eine pauschale Beihilfe für die gesetzliche Krankenversicherung, wie es ein Anzuhörender sagte, immer noch besser als keine. In der Anhörung wurde auch deutlich, dass Hamburg mit der pauschalen Beihilfe attraktiver wird. Lehrkräfte aus dem Grenzgebiet zu Schleswig-Holstein und Niedersachsen können in Hamburg verbeamtet werden, aber mit der pauschalen Beihilfe in der gesetzlichen Krankenversicherung bleiben. Das gilt auch für Professorinnen und Professoren, die erst im höheren Alter diesen Status erreichen. Damit schaffe sich Hamburg, so ist dort ausgeführt worden, einen Wettbewerbsvorteil um die knappe Ressource Fachkräfte. Damit Mecklenburg-Vorpommern hier mit zu den Gewinnern um die knappe Ressource gehört, fordere ich Sie auf, das Thema pauschale Beihilfe in die Ausschüsse zu verweisen, denn bereits heute, angesprochen werden da der Finanzausschuss und der Wirtschaftsausschuss, denn bereits heute wächst durch die Entscheidung in Hamburg ein politischer Druck auch auf uns. Im Übrigen auch Beamtenvertreter fragen, warum führen wir das nicht ein? So wird es uns angetragen. Ich bedanke mich an dieser Stelle erst einmal für die Aufmerksamkeit bei denjenigen, die Sie gegeben haben. Vielen Dank. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, der Ablehnungsgrund von Herrn Gundlach hier vorgetragen ist ja heftig beklatscht worden, aber wenn wir jetzt mal das ganz kurz uns zu Gemüte führen, ja, Herr Gundlach hat ja dankenswerterweise gerade den Stand der Dinge auch noch mal mit Terminen untersetzt. Wir haben heute den 27. April. Der Ausschuss, der Finanzausschuss in der hamburgischen Bürgerschaft hat grünes Licht gegeben. Die Tagesordnung ist noch nicht raus, aber es ist davon auszugehen, dass am 16. Mai in Hamburg der Gesetzentwurf mit der Mehrheit, wir wissen ja, wie diese Prozedere hier auch laufen, wenn in einem Finanzausschuss eine Mehrheit gegeben wurde, dass am 16. Mai die Sache dort verhandelt wird, wenn wir das nun mal festhalten. Und unser Antrag war, legen wir diesen Antrag in den Ausschuss und holen ihn dann hoch, um weiter diskutieren zu können. Aber auch das lehnen Sie ab. Und das kann ich dann nicht mehr nachvollziehen. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Einer ist das mit dem Rechnen. Der Minister hat im Herbst vergangenen Jahres gesagt, ja, wir müssen noch mal rechnen. Das konnte ich in dem Moment noch verstehen, bis ich eine Bertelsmann-Studie zu Gesicht bekam, in der bereits gerechnet wurde, auch für Mecklenburg-Vorpommern. Die kann ich Ihnen nachher geben. Das ist eine sehr dünne, achtseitige Broschüre, die Bertelsmann-Stiftung herausgegeben hat, und die ist sehr erkenntnisreich. Also dieses Warten ist nicht angemessen. Also es ist eine Frage immer, wenn jeder, Wolfgang Weiß sagte mir das gerade, wenn jeder auf jeden wartet, kommen wir nie voran. Und ich verstehe immer nicht, warum wir immer auf andere warten und im Geleitzug mitschwimmen wollen, sondern das geht ja auch um den Standortwettbewerb, das habe ich vorhin gesagt. So, auf einen Aspekt, einen Teilaspekt von Herrn Dr. Mantai wollte ich gern eingehen, also was mit den Schwerkranken, das hängt mit dem Risikostrukturausgleich zusammen.
weil es ja insgesamt um die Solidargemeinschaft geht, also die gesetzliche Krankenversicherung, und da fließt das mit ein, sonst wäre es in der Tat unlogisch, ne, was Sie angesprochen haben. Also es gibt Unwägbarkeiten, das hatte ich Ihnen vorhin ja auch gesagt, die sind schon zu beachten, aber drei Punkte fallen positiv ins Gewicht. Der Antrag ist von uns stark, also das war für uns ein ganz starkes Motiv, weil mit dem Antrag verbunden ist, dass wir die Solidargemeinschaft in der gesetzlichen Krankenversicherung stärken können. Und mit Blick auf diese Studie der Bertelsmann Stiftung, Sie haben berechnet, was heißt es, wenn diejenigen, die dazukommen würden, und zwar immer gemessen, wenn unterstellt, alle würden dazukommen und würden Geld einlegen mit einem Durchschnittswert von 38.000 Euro pro Jahr, je Beamtin und Beamte, stärkt das erstmal finanziell die Basis für die gesetzliche Krankenversicherung. Aber es gehen auch Leistungen dann in Zahlung und insofern entsteht ein Saldo. Aber auch bei diesem Saldo, sagt die Bertelsmann Stiftung, die ist ja nicht verdächtig, irgendwie der Linken nahe zu sein, auch im Saldo würde sich ein positiver Effekt, nämlich wegen der Einkommenssituation von Beamtinnen und Beamten, Herr Lisko, ergeben von 3,4 Milliarden Euro im Jahr. Damit, da komme ich noch zu, Sie haben recht, das will ich gar nicht in Abrede stellen, also ich fahre jetzt, das sind die großen Zahlen, logisch, dass wir mit Milliardenbeträgen hier an der Stelle nicht rechnen brauchen, das geht um die GKV, die gesetzliche Krankenversicherung in Gänze, also 3,4 Milliarden Euro plus. Hinzu käme, sagt diese Studie, dass es dann ein Potenzial entstehen würde von einer Beitragssatzsenkung von 0,34%. Das klingt erst einmal nicht wenig, aber es ist schon was, was zu Buche steht. Und hinzu kommt, dass unterstellt wird, dass die Altersrückstellungen, die jetzt bei der PKV liegen für die jeweiligen Beamtinnen und Beamten, und da gibt es ja einen Vertrauensschutz, dass die zumindest zu einem Teil dann mitgenommen werden können. Und diese Altersrückstände, also Details habe ich nicht nachvollziehen können, das gibt die Broschüre nicht her, aber zumindest vertraue ich da auf eine gewisse Plausibilität, dass davon auszugehen ist, dass die genutzt werden können, um die lange beklagte Verschiedenheit der Vergütung von Leistungen von gesetzlich Krankenversicherten und Privatkrankenversicherten aufgehoben wird. Das hat ja in den Koalitionsverhandlungen vor ein paar Monaten auch eine Rolle gespielt, weil insbesondere die SPD ja darauf abgestellt hat, wir müssen damit aufhören, dass Privatversicherte durchschnittlich um das 2,6-fache besser vergütet werden bei einer ärztlichen Leistung als gesetzlich Versicherte. Und unterstellt wird in dieser Studie von Bertelsmann, dass dem beigekommen werden kann, indem man Altersrückstellungen heranzieht. Eine zweite, es gibt also de facto eine Triple-Win-Situation, dreifache Vorteile. Der erste ist also die Stärkung der gesetzlichen Krankenversicherung monetär. Die zweite ist mit Blick auf die Beamtinnen und Beamten ein Vorteil von ebenfalls im Saldo ca. 120 Euro im Jahr, also 10 bis 14 Euro im Monat. Auch das ist nicht viel, aber immerhin positiv. Und jemand hat das vorhin in seinem Redebeitrag nochmal herausgestellt, dass es ja in der Tat so ist, dass die Beamtinnen und Beamten, die im Moment niedrig eingruppiert sind, diejenigen, die Vorerkrankungen aufzuweisen haben, bei den Prämien der privaten Krankenversicherung nicht gut abschneiden und insofern auch sozial gesehen benachteiligt werden. Und der dritte Vorteil, das ist aus unserer Sicht auch ein sehr entscheidender für uns insgesamt, ist der für die Entlastung der öffentlichen Haushalte. Ausgerechnet wurde, dass Bund und Länder insgesamt bis 2030 30 Milliarden Euro einsparen können. Für die einzelnen Bundesländer, jetzt komme ich zu Ihnen, Herr Lisko, für die einzelnen Bundesländer bildet sich das sehr unterschiedlich ab. Nordrhein-Westfalen wären die Gewinner dieses Prozesses. Mecklenburg-Vorpommern würde zunächst draufzahlen. Also wenn wir die Zahlen dann noch bekommen, werden wir ein Zahlentableau bekommen, das zumindest die nächsten Jahre negativ wäre, mit roten Zahlen. Aber auf lange Sicht, und darum geht es uns Linken sehr, dass wir nicht nur die nächsten 3,5 Jahre dieser Legislaturperiode und auch nicht die darauffolgenden 5 Jahre der nächsten Legislaturperiode alleine in den Blick nehmen, sondern über lange Linien sehen, dass wir über 2030 reden und darüber hinweg.
Und dann wird es vorteilhaft, Herr Lisko, dann wieder in der Tat, Sie haben recht, zunächst negativ. Wir wären eins der drei Länder, die zunächst rote Zahlen schreiben würden im Saldo. Aber über 2025 hinweg gesehen wird es vorteilhaft. Das wäre ein Beispiel für nachhaltige Entwicklung des Landes Mecklenburg-Vorpommern an dieser Stelle. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.